finde, die Familie ist ja auch immer so ein bisschen wie so eine Firma. Da hat auch immer jeder immer irgendwas zu sagen, weiß es besser. Wisst ihr, wen ich am liebsten mag? Die Schwimu. Kann ich eine Geschichte kurz erzählen von meiner Schwiegermutter? Sehr gerne. Meine Schwiegermutter ist in Weiß zu meiner Hochzeit gekommen. In einem weißen Kleid. Und hat dann auf dem Standesamt gesagt so, witzig, alle denken, ich bin die Braut. Das ist nicht dein Ernst. Ich mag die wirklich sehr gerne. Du hast das Kleid vom Leib gerissen. Nein, aber es war wirklich weird. Ich wusste, also es war wirklich weird, aber ich mag sie sehr gerne, aber es war trotzdem irgendwie... Aber dann hatte die das komplett verpasst einfach, dass man das nicht Doch, sie macht. Hat das extra gemacht und war ganz stolz, dass alle dachten, dass sie die Braut ist. Ach, die fand das auch noch schön. Ja, die fand es super schön. Also normalerweise kenne ich das tatsächlich von anderen Frauen, die das einfach machen, weil sie vielleicht, keine Ahnung, aber die Schwiegermutter sogar selbst. Ich meine, das ist die Hochzeit ihres Sohnes. Und sie hat mir seinen Bauchnabel geschenkt. Richtig. Zur Hochzeit dann als Den abgefallenen. Ja, ja. Ach so, nee, ich dachte gerade, das wäre eine Metapher. Nein, warte kurz. Literally. Ich dachte gerade, sie hat mir sein Richtig. Direkt so. Genau, das macht man ja so. Nein, sie hat dir wirklich seinen Bauchnabel geschickt. Dieser Klemme, die werden so abgeklemmt im Krankenhaus. Und dann den bei Sex so, den, die Katze gegessen hat. Ja, 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 ich weiß, welchen Bauchnabel ihr meint. Ja. Und dann habe ich nur gesagt, so zu meinem Mann. So, das und statt Torte gibt's Plazenta. Also, this is something. Das ist eine Geschichte, die muss ich erstmal verdauen. Ja. Im Gegensatz zu der Geschichte ist meine Schwimu ja noch richtig nett gewesen. Angelika, es ist so schön, dass du uns endlich besuchen kommst. Ja, wir haben uns so lange nicht gesehen. Ne? Mhm. Schöne Lampe habt ihr da. Ja, danke, die haben wir auf dem Flohmarkt gefunden. Staubwischen könntest du schon mal wieder. So eine Pflanze habe ich auch. Da braucht es sehr viel Fingerspitzengefühl. Ist schon ganz vertrocknet, du armes, kleines Ding. Sieht ja ganz schön dürftig da drin aus. Ich weiß, ihr jungen Mädels knappert ja immer nur an euren Salatblättern. Aber mein Sohn ist an sich ein guter Esser. Wird er denn bei so wenig Essen überhaupt satt, wenn er abends von der Arbeit nach Hause kommt? Das Grau an der Wand, wo der Fernseher hängt, geht gar nicht. Da ist das ganze Yin und Yang im Ungleichgewicht. Mama. Ja, da braucht ihr gar nicht zu lachen. Das habe ich von meiner Feng Shui-Beraterin gelernt. Und die sagt außerdem, Spiegel im Schlafzimmer zerstören die Libido. Ich hoffe, ihr habt keinen im Schlafzimmer hängen. Jetzt pass mal auf, Angelika. Wenn du hier schon alles so kontrollierst, da hinten ist das Putzzeug. Tu dir also keinen Zwang an, hier mal richtig schön durchzufreudeln. Und der Spiegel, der an der Decke im Schlafzimmer, der ist besonders dreckig. Der Schwiegermutter so Parole zu bieten oder sagt ihr eher schlucken, Augen zu und durch, ist die Schwimu? Ich glaube, es ist auch eine Altersfrage. Ne? Also ich glaube, wenn man jung ist, dann ist man, glaube ich, eher so, dass man so sagt, lieber nicht und man will sich nicht irgendwie mit denen anlegen. Aber inzwischen würde ich, glaube ich, einfach mich richtig doll anlegen. Was würdest du machen? Ich weiß nicht, also gut finden auf jeden Fall, aber macht man es im echten Leben? Weiß ich nicht. Also ich bin da, glaube ich, eher zurückhaltend und ärgere mich immer hinterher ganz doll. Aber tatsächlich habe ich das auch nicht so mit den Schwiegermüttern. Aber immer, wenn meine Eltern mich besuchen hier in Berlin, dann kommt irgendwann der Punkt, wo mein Vater mit Backofenreiniger vor meinem Ofen steht und den so richtig schrubbt. Geil, ist doch super. Einerseits geil, ja. Aber andererseits ist es auch so... Übergriffig. Ey, also so mein Ofen ist jetzt nicht so schlimm. Warum macht er das? Weil ich das nicht richtig kann, glaube ich. Oder? Ja. Weil er mir vielleicht auch eine Freude machen will, aber es ist schon auch immer so ein bisschen, ach komm Kind, ich mach dir das mal. Das ist doch hier nicht. Es hört einfach nie auf, dass wir Kinder sind. Wir werden einfach immer die Kinder sein. Die werden einfach, also ich kenne das auch, wenn man weiß, die Eltern kommen zu Besuch oder die Schwiegereltern zu Besuch, dann putze ich, dass du am Schluss den Boden ablecken kannst. Also wirklich, ich weiß nicht, warum man dann so eine
Angst hat, dass die, und die, es ist halt leider auch so, die kommen und sagen, ist halt nicht so sauber. Staubputzen nicht so deins. Nee, ich mach's gar nicht, ich mach das nicht mehr. Ist vorbei? Absolut, nee, ist es mir wirklich vollkommen egal, wenn man denen sowieso nicht gefallen kann, kann man es auch einfach gleich ganz lassen. Dann ist das nächste Spiel einfach, ja. Das stimmt. Das nächste Spiel ist perfekt für euch beide, denn wir spielen jetzt Geschenke von der Schwimu. Ihr werdet jetzt von euren fiktiven Schwiegermüttern natürlich Geschenke bekommen mit Grußkarten. Die Geschenke sind, ich sag mal so, Schwiegermutter-like. Also Schwiegertiger-like. Nicht jede Schwiegermutter ist so böse. Kommt, ich zeig euch mal was, worum es genau geht. Gemeint. Gelassenheit lernen. Die Ruhe in Person, Stress abbauen, Ängste überwinden und negative Gedanken loswerden. Das einzig wahre Rundum-Sorglos-Buch zum Runterkommen, Abschalten und Gelassenheit lernen. Liebe Romina, ich hoffe, das Geschenk hilft dir, dass du nicht mehr so überfordert mit allem bist. Alter. Deine Inge. Liebe Inge, also erstmal vielen Dank. Da werde ich auf jeden Fall immer, bevor du kommst, mal reinlesen. Wow. Wow. That's bold. Ja, kannst du bitte die Karte vorlesen? Ja. Liebe Elena, du kommst jetzt langsam in ein Alter, in dem sich eine Frau Gedanken um ihre Haut machen muss. Wenn du Glück hast, siehst du damit im Alter so strahlend schön aus wie ich. Liebe Grüße, Rosemarie. Liebe Rosemarie, da ich im Alter auf gar keinen Fall so aussehen möchte wie du, schenke ich sie dir einfach wieder zurück. Das ist aber ein schweres. Kochen, so einfach geht's. Das Grundkochbuch in 1000 Bildern. Das ist ja nett. Liebe Elena, als ich das letzte Mal bei euch zum Essen war, hatte ich das Gefühl, du brauchst in der Küche eine kleine Starthilfe. Am besten einfach ganz leicht mit den Grundzutaten anfangen, dann kommt alles von selbst. Liebe Rosemarie, das Kochen seit dem Ersten Weltkrieg hat sich etwas verändert. Deswegen, wir haben inzwischen wieder Butter. Ihr hattet ja nichts, war ja alles kaputt, war ja Krieg. Deswegen, lass mich einfach in Ruhe, halt den Schnabel. Das ist auch mal gut. Das ist auch mal gut.